So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Ammerseehof vom Bernie SCS. So, wir fahren jetzt hier mal wieder die Milch verkaufen. Ja, das muss jetzt leider erstmal sein, denn ja, wir brauchen da noch ein bisschen Geld, ungefähr, ja, noch 1 Million. Ja, aber ich denke, es ist machbar. Es ist zwar eine Menge Holz, aber ich denke wirklich, es ist machbar. Apropos Holz. Ja, nee, dann müssten wir auch erst wieder den Forst kaufen. Nee, das lassen wir. Wir machen das hier mit Milch und Kompost und überhaupt. Das sollte dann schon machbar sein. So, das heißt, wir verkaufen jetzt hier erstmal die Milch und dann fahren wir zurück zum Hof und schnappen uns den Grubber. Der Helge ist auch aktiv mit dem Fendt. Ich hoffe, ja, der kauft nach die Gülle. Ja, gut. 35.000. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr haben. Genau, der gült nämlich das andere Feld und wir schnappen uns jetzt den Grubber und bereiten das für die Aussaat vor. Wenn er hier fertig wird. So, und jetzt. Sehr schön. Genau, jetzt warten wir auf die Gutschrift und dann schauen wir mal weiter. Der Komposter dürfte auch schon was gemacht haben. Da können wir dann auch mal vorbeigucken. Also viel Platz machen die Anwohner hier aber nicht, ne? Also die, mehr als die Hälfte der Straße gehört denen. Kannst nichts machen. So, und der hier wartet auch noch auf den Einsatz. Also wir haben hier noch einiges zu tun. Aber das könnten wir... Jawohl, Dankeschön, 235.000. Das mit dem Schwadern könnten wir aber allerdings machen, wenn die Felder wachsen. Beziehungsweise die Früchte auf den Feldern. Die Felder brauchen nicht mehr wachsen, die sind eigentlich groß genug. Oh, und da ist sie wieder auf dem Dach. Da ist sie wieder auf dem Dach. Bertha, sei mir gegrüßt. Bertha vom Dach. Kennt ihr noch Carlsson vom Dach? Der hatte doch auch mal so eine Mütze auf, hier mit so einem Propeller dran. Und, also das habe ich echt gerne geguckt damals. Das ist natürlich auch schon eine lange Zeit her, mittlerweile. Aber das habe ich echt immer gerne geguckt. So, den lassen wir jetzt hier stehen und dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein Gewicht finden. Also ich habe hier seit neuestem totale Lecks auf dem Hof. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwas ist hier, was ihm überhaupt nicht mehr passt. Aber ich weiß nicht was. So viele Fahrzeuge stehen ja hier auch nicht rum. Komisch. Mysteriös. Ich hoffe, der klappt automatisch. Ja, aber sehr schön. So, dann holen wir den Grubber. Der dürfte ja da vorne in der Halle stehen. Jawohl, da ist er auch schon. So, dann komm mal mit, mein Freund. Wir kennen uns zwar noch nicht, aber ich zeig dir jetzt, wer ich bin. Denn der Johnny war ja noch nie vom Grubber. Ist ja auch mysteriös. So, wir wenden hier einmal. Und dann zurück zum Rübenfeld, da bei den Schafen, das große. Das habe ich noch fertig gedüngt sozusagen. Und ja, der Helge ist jetzt da hinten auf dem Feld. Ich hoffe, dass er damit zurechtkommt. Und wir fangen dann einfach mal hier an. So, wir klauen uns hier erstmal die richtige Richtung. Klappen den schon mal aus. Hallo. So. Automatisch 4,6. Ah ja. Genau, das lassen wir einfach so. Dann stellen wir uns hier mal richtig ran.
So, jetzt nehmen wir erstmal das. So. Gut, wunderbar. Und runter mit dir. Sehr schön. Das läuft. Dann könnten wir ja eigentlich nur das Feld vorbereiten, damit der Helge dann hier weitermachen kann. Denn wir müssen unbedingt schwadern. Wir brauchen echt unbedingt Grasballen. Wir haben nicht einen einzigen Grasballen mehr. Und wenn uns die Tiere ausfallen, die Kühe, dann haben wir ein Problem. Denn wir brauchen unbedingt diese Milch, damit es mit der PGA dann klappt. So, das heißt, wir machen jetzt hier erstmal ein paar Vorgewände. Aber der Johnny macht das hier ganz gut. Gut, ich habe jetzt noch nichts anderes erwartet, aber man weiß ja nie. Aber er zieht das hier locker eben weg, ne? Das ist ja jetzt auch kein kleiner Grubber. Sollte ihm ja reichen, wenn wir hier drei Bahnen machen. Normalerweise sollte ihm das reichen. Ich vermute, wir machen aber lieber noch mal eine vierte. Ja, wir machen lieber noch eine vierte. Und davon kann man eigentlich nicht genug haben, wenn der Helge hier loslegen soll. Und da hinten ist er nämlich auch schon wieder blockiert. Eieiei. Drehen wir mal um. Sieht natürlich schon fett aus, ne? So, eine Bahn noch und dann müsste der Helge das packen hier. Ich glaube ja immer noch an das Gute im Menschen. Und genauso auch an das Gute im Helge. Ja, ich meine, wenn ich noch mehr Vorgewände mache, dann habe ich auch schon bald das Feld. Naja, schauen wir mal, was im LS17 aus dem Helfer geworden ist. Das ist ja eigentlich ja die größte Frage, die sich jeder stellt. Wie funktioniert das mit dem Helfer? Kann ich natürlich verstehen. Ist ja auch meine größte Frage eigentlich. Der Rest ist ja mittlerweile ja bekannt. Die Texturen sind gleich und so weiter. Das ist ja fast alles das Gleiche. Bis auf, dass sich, wow, der Reifenluftdruck verändert. Und wir können mit dem Zug fahren. Aber viel wichtiger ist für mich eigentlich, wie haben sie es jetzt mit dem Helfer gelöst? Das ist ja teilweise echt ein Krampf hier. So, Helge, gib Kette. Ich habe nur getappt. Kein Problem, wir sind gleich da. Jetzt. Gut, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Der steht ja aber auch eigentlich mitten auf dem Marktplatz hier. So, dann stell du dich mal wieder hier hin. Gut. Na, wir machen mal noch ein bisschen locker. So. Ach so. Gut. Hätten wir das auch. Dann schauen wir mal, wo der Helge ist. Helge? Hier bist du. Oh je. Was hast denn da gemacht? Wo bist denn du überhaupt? Hä? Hey,
Ja, alles klar bei dir? Du solltest doch hier hochfahren. Wie kommst du da hinten hin? Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht verstehen, oder? Gib Gas. Ah. Halt. Ohne Gülle wird das ja auch nichts. Das heißt, wir müssen natürlich auffüllen. So, ein bisschen was haben wir ja noch. Und dann müssen wir ihn mal wieder in die Spur schicken hier, mit Gülle diesmal sogar. Dann können wir mal eben gucken, wie viel da noch drin ist. Okay, 70.000, wenn er voll ist. Das ist jetzt nicht die größte Menge mehr. Aber das sollte trotzdem reichen. So, dann mach dich voll hier. Gut. So, hier hat er ja aufgehört. Beziehungsweise hier ist ihm die Gülle ausgegangen. Ich denke, so sollte es passen. Ja, sehr schön. Gut, dann mach du hier weiter. So, wird das hier was mit dir oder was? Ja, wunderbar. Ja, wenn du das hinkriegst, dann mache ich mit dem Fendt weiter. Dann können wir da nämlich anfangen zu schwadern. Da drüben ist er. Und hopp! So, dann schwadern wir hier mal. Und danach, wie gesagt, müssen wir hier mit der Ballenpresse rüber. Logischerweise. Und dann gehen wir hier nämlich mit der Standard-Rundballenpresse rüber. Denn da ist ja die Mod drin, dass er auch normales Gras zu Grasballen macht. Also beziehungsweise, dass er normale Grasballen macht und nicht nur Heuballen kennt. Eieiei. Irgendwas stimmt hier auf dem Ammersee nicht. Irgendwas ist hier im Busch. Irgendwas sehr performance-lastiges. Ich weiß nur nicht was. Aber ich denke, das sollten wir auch noch rauskriegen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Gespann hier. Den Fan finde ich eh geil. Der klingt halt auch so dumpf, ne? So. Ja, so strotzig, so. Ich hab Kraft und du nicht. Ich finde, der Fan klingt ein bisschen so. Wobei es ja auch nur ein 18er, glaube ich, ist. Ah ja, genau, oben links steht's. 818. Ach, und du bist fertig mit deiner Gülle? Ah ja. Okay, also das funktioniert schon mal nicht. Leider. Das heißt, da müssen wir selbst mit der Gülle fahren, hilft nichts. Wenn der Helge das nicht gebacken kriegt, dann setzen wir da ihn selbst an. Hilft ja nichts. Normalerweise würde ich ja auch ganz gerne komplett ohne Helfer spielen. Weil es ja doch immer und immer und immer wieder nur zu Komplikationen kommt. Aber so ganz ohne Helfer funktioniert es ja auch nicht.
denn wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Und wenn du hier echt alles alleine machst, ja, dann dauert es halt auch, ne? Ist nun mal so. Naja, hilft nichts. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge mit dem Güllebomber losfahren. Denn der Helge kriegt das ja nicht hin. Das heißt, wir machen das selber und ja, wenn du Bock hast, kommst einfach wieder vorbei. Denn wir sind mit dieser Folge am Ende. Wenn es dir gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben da lassen. Oder vielleicht sogar ein Abo, falls noch nicht passiert. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hier auf der OGF Ammersee vom Bernie SCS. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.